Wenn man heute Museum macht, kann man ohne Bewegtbild eigentlich nicht mehr über Museum nachdenken. Wir haben mittlerweile, man sieht es ja auf Biennalen, in Museumsausstellungen und so weiter, 50% Bewegtbild. Und dieses Haus ist damit seiner Zeit sehr weit voraus gewesen. Und es ist für das Museum fantastisch, dass wir es heute so öffnen können. Es ist auch unglaublich zeitgemäß. Und dann auch noch so ein Juwel an Architektur, an dem gerade in Wien auch verschiedene Institutionen und Festivals interessiert sind. Und dieses Kino war für uns, bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir werden sicherlich ungefähr 4 Programmlinien haben. Die Blickless Series wird sich mit den Fragestellungen von Kunst und Kino auseinandersetzen. Also es gibt, wenn man da ein paar Beispiele nennen möchte, man kann Künstler zeigen, die vom Kino beeinflusst wurden. Man kann Genres zeigen, die in der Kunst heute aufgenommen werden, aber auch umformuliert werden. Man kann etwas zur dokumentarischen Entstehung in der Kunst machen. Also wir werden verschiedene Schwerpunktprogramme zeigen. Und das machen wir mit unserer Kooperationspartnerin, mit der Frau Blickle, die doch auch sehr kompetent zu diesem Thema, über dieses Thema Bescheid weiß und mit der wir sehr, einfach wirklich sehr eng zusammenarbeiten werden. Das Zweite, was wir machen werden, ist, dass wir mit dem Profil zusammenarbeiten werden und eine Profilserie machen. Das heißt, wir zeigen Experimentalfilme jüngeren Datums, die vielleicht in Österreich noch nicht zu sehen waren, höchstens mal auf der Biennale. Wir werden das auch einmal monatlich machen. Dann wird dieses Kino natürlich das Ausstellungsprogramm ergänzen. Und auch das ist wichtig, wir haben es hier mit einem Haus zu tun, das ein Glaspavillon ist. Und natürlich ist es nicht so einfach, in einem Glaspavillon auch Bewegtbild zu zeigen. Deswegen wird dieses Kino sicherlich auch bespielbarer Ausstellungsraum während des Tages werden. Es gibt einfach viele Arbeiten, die ein Kino benötigen und nicht einfach in einer Blackbox gezeigt werden können. Wir werden aber auch Rahmenprogramme nachsammeln. Es wird sicherlich immer mehr Bewegtbild in unsere Sammlung kommen, weil naturgemäß, weil es immer stärker wird und wir natürlich auch sehr junge Künstler sammeln. Das heißt, wir werden hier auch immer wieder Sammlungen präsentieren können. Auch jetzt, wenn wir ab Ende Mai die Sammlungsausstellung haben, werden wir auch das Kino nutzen, um die filmischen Arbeiten unserer Sammlung zu zeigen. Dann natürlich auch Forschung. Also wir wollen natürlich dem Filmmuseum nicht seine Forschung zu Film wegnehmen, aber sobald es zur Überschneidung von Film und Kunst kommt, und dazu gehören auch so Künstler wie Linda Castanel, Marc Adrian, Edgar Honnetschläger oder auch Kurt Stenwert oder jüngere Künstler wie Björn Kämmerer, Club 2, Constanze Ruhm, dann werden wir sicherlich dies auch hier weiter danach forschen, weiter aufarbeiten und es unter museumstechnischen und künstlerischen Aspekten betreiben. Also wir möchten gerne einen Ort schaffen, an dem wirklich auch über Film und Kunst geforscht wird, in dem wir auch mit unserem Research Center sehr eng zusammenarbeiten und so auch etwas zur österreichischen Kunst- und Filmlandschaft beitragen. Das Kunst und Kino haben sich gerade in den letzten 10 Jahren immer stärker angenähert, wobei insbesondere eben die Abspielformate interessant sind. Viele Kinos rüsten ja heute rein auf digitale Abspielformate um, was auch sicherlich eine finanzielle Frage ist. Viele Kunstinstitutionen gehen genau den anderen Weg, viele Künstler auch. Wenn wir im Film gerade eine Digitalisierung feststellen können, das heißt, vieles, was wir heute Film nennen, ist mittlerweile Video, das wird auf HD gedreht und auf anderen Formaten, ist es in der Kunst anders. Viele Künstler und auch einige zeitgenössische junge Filmemacher entscheiden sich wieder ganz klar dafür, etwas auf 16 und 35 mm zu machen. Und das war für uns auch die Entscheidung, dieses Kino so herzurichten, dass wir wirklich alles zeigen können und damit auch die experimentelle Bandbreite, die es heute in der Überschneidung zwischen Kunst und Kino gibt, adäquat darzustellen. Weil auch wir haben da eine Aufgabe, war das vor 10 Jahren teilweise in Kunstinstitutionen noch anders, dass man wahlweise versucht hat, auch Video oder DVD abzuspielen. Weiß man heute sehr genau, dass wenn wir respektvoll mit dem Material umgehen müssen, wir einfach auch die ganze Bandbreite zu erfüllen haben. Das ist auch sehr schön. Wir haben also alle heutigen kinotechnischen Standards, wir können alles zeigen, sind somit sehr offen. Und dieses Kino war für uns, bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir möchten ja auch immer Künstler einladen, über ihre Arbeiten zu sprechen.
Und so wird es weitergehen. Im Herbstprogramm wird Constanze Ruhm hier auch ein Filmprogramm kuratieren für die Herbstausstellung. Und dann sind natürlich viele Kooperationspartner eingeladen. Wir sind derzeit in Gesprächen auch mit Filmfestivals und anderen Veranstaltungen, die sicherlich dieses Kino auch als offene Plattform benutzen können. Die Blickle Stiftung hat diesen Umbau und Restaurierung finanziert. Es ist ja auch klimatisiert, wie Sie merken, weil es war früher hier nur eine ganz einfache Wand und der Wind hat hereingepfiffen von der Seite. Also das wurde von Blickle Stiftung auf diese ganze digitale Aufrüstung und diese technische Aufrüstung und dass wir eben diese breite Bandbreite heute haben, und wir quasi das ganze Potenzial ausschöpfen können. Über den zukünftigen Betrieb gibt es keine Zusage der Blickle Stiftung. Man wird sehen, wie sich diese Beziehung entwickelt. Und wir haben gerade von jüngeren Künstlern Filme, also wir haben auch was von Josef Davanik, wir haben Dorot Margrat, Sutter Meyer. Also ich würde eher sagen, es ist eher ein jüngeres Problem, jüngeres Profil, Programm. Wir bekommen aber auch über das Research Center immer mehr Nachlässe. Also wir haben jetzt auch etwas von Greta Insam bekommen und so weiter. Also es baut sich jetzt gerade kontinuierlich auf. Und also wir haben auch die Hoffnung, dass wir viel auch in Zusammenarbeit mit den doch sehr hervorragenden Filminstitutionen der Stadt machen. Und so, weil viele Filmemacher müssen ja gerade von Seiten Kunst und Film angegriffen werden, also nicht angegriffen, aber erforscht werden. Und das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir uns hier da einen ganz guten Platz schaffen können. Also ich glaube, es gibt mehr als genug interessantes Material, unter Anführungszeichen, wunderbaren Filmmaterial. Und das ist hier ein herrlicher Ort, um das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und in diesem Sinne sehen wir als Point of Departure, dass uns hoffentlich viele interessierte Besucher bringen wird. Aber das Feedback, das wir im Moment haben und das Interesse und die Anfragen deutet darauf hin. Aber es ist keine Frage, möchte ich jetzt auch noch einmal im Weiteren Ihre Frage beantworten, dass wir natürlich schon auch ein finanzielles Problem haben, weil das kostet alles Geld. Und Sie wissen, unser Budget hier ist sehr knapp bemessen. Also wir werden uns schon auch nach Sponsoren und effektiven und gut funktionierenden Kooperationen umschauen können, um das zu administrieren, weil es bedarf natürlich auch Personal. Es ist zwar sehr toll, dass dieses Kino hier außerhalb der Ausstellungsräume sich befindet und daher separat bespielt werden kann, aber trotzdem ist es natürlich, benötigt man Personal etc. Aber wir werden daran arbeiten und Sie kennen mich, wohin will er da einen Weg. Und ich will dieses Kino in die Herzen der Menschen bringen und wieder aktivieren.